Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast, der erhabenste Podcast auf der ganzen weiten, weiten Welt, nämlich Hobbylos. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann, der zweimal für die Goldene Kamera nominiert war, aber sie beide Male nicht bekommen hat. Julian Bam! Digga, geil. Ja, jetzt muss ich mich auch vorstellen. Kennst du... Wie geht das schon los? Kennst du diese WC-Reiniger-Aktivbälle, die man immer an die Toilette klemmt? Die Klobürste, die man danach reinstecken will, um die Kacke wegzumachen, hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Person, die vor mir sitzt. Ladies and Gentlemen, Rezo. Nee, ich fühle gerade einfach den Drive zu schreien. Ist das was Gutes? Ja, voll. Ja? Ja, das ist befreiend. Mach doch, schrei doch mal. Ich fühl's gerade nicht. Wenn man nicht fühlt zu schreien, dann sollte man auch nicht schreien. Boah, ich schrei auch, wenn ich gähne, Alter. Und das so laut. Wie, mach mal vor, wie du bist, wenn du gähnst. Ich mach so. Dann schrei ich so. Und dann schrei ich auch manchmal so lange ich kann. Ja, Schreien fühlt sich immer gut an. Aber ich bin halt nicht in der Schreimut. Ich schrei mit so einem Namen. Ja, ich hab's auch gedacht. Helmut, Schreimut, komm bitte, Essen ist fertig. Wir verkacken auf ganzer Linie. Ja. Scheiße, Mann, scheiße. Ich würde sagen, nächste Podcast-Folge, dann Mathe, ne? Ey, in Mathe liefere ich ab. Ich schwöre, in Mathe kann ich abliefern. Digi, ich habe Informatik studiert. Ich könnte dir so viele geile Sachen über Mathe erzählen. 3 mal 9? 12! Eine DM, dann bin ich durch. Nämlich hatten wir uns ja im Podcast darüber unterhalten, dass teilweise wacke Leute zur Massage hingehen und dann so geiern und irgendwelche sexuellen Sachen wollen. Weißt du, so ekelhafte Typen, die dann irgendwelche Masseurinnen bedrängen oder genau, so. Oder so ein bisschen geredet, ja. Genau, darüber habe ich gesprochen und habe auch darüber gesprochen, dass mir, als ich in Aachen im Internet geguckt habe nach solchen Läden, dass ich da halt teilweise so ein bisschen ekelhafte Online-Rezensionen gesehen habe. Und die Frau von dem, wo die Rezension war, hat mich angeschrieben und sich bedankt dafür, dass ich das Thema so angesprochen habe. Und Habt ihr jetzt einen Termin zur Massage? Ich suche ja immer noch, es ist doch wichtig, dass ich... Mega, ist doch cool. Ja, ich suche ja immer noch einen guten Laden hier in Aachen. Ey, ich freue mich so sehr an dieser Stelle einfach für dich. Ja, ich freue mich da auch drüber. Vielleicht ist das ja der Massageladen, den ich so sehnlichst brauche. Apropos Nordkorea, ich habe mal so einen Joke gebracht, dass der John, ne, ein sehr guter Kollege von mir, dass ich jedem erzählt habe, dass er aus Nordkorea ist und dass er dann halt nach Südkorea mal geflüchtet ist und sowas. Und das haben Leute geglaubt. Ja, weil du merkst ja selber, dieser Witz klingt gar nicht wie ein Witz. Ja, natürlich nicht. Nee, das ist eigentlich eine extremst traurige und theatralische Geschichte. Voll, weil es flüchten halt Leute von Nordkorea nach Südkorea. Das ist voll das ernste Thema einfach. Das ist passiert. Ja, das Problem ist, da es ja keine Pointe für diesen Joke gab, habe ich das halt nicht aufgelöst. Das war dachten da alle, er wäre wirklich ein nordkoreanischer Flüchtling. Genau. Das war vor 7 Jahren. Da habe ich noch abgehangen mit Melina, Sophie, Dima und den ganzen... Und die haben das gedacht? Die haben es alles geglaubt, ja. Oha. Und die waren dann irgendwann im Auto, da war John dabei. Und Dima hat dann irgendwie gesagt so, du John, wegen deiner Geschichte, also wegen Nordkorea. Und John so, was? Gucken mich so an, ich so mega am Lachen. Und dann so, es ging ein ganzes Jahr lang, dieser Witz, ne? Dann meine ich so, surprise, it was a joke. Keiner war am Lachen, so. Ja, natürlich nicht. Die sich gecheckt haben, Digga, okay, der Joke hat nicht gezündet, Alter. Das war ja kein Joke, du hast einfach Lügen erzählt. So deine Art, ne? Lügen erzählen. Fake, Alter. Ich habe trotzdem in diesem Jahr weniger Geld für Urlaub ausgegeben als die allermeisten Leute. Also ist es nicht mehr dekadent für mich. So, damit habe ich es mir gerechtfertigt. Ich finde es vollkommen okay, ne? Ich finde, du rechtfertigst dich ein bisschen viel. Da ist doch was anderes passiert. Soll ich dir sagen, woran ich viel mehr interessiert bin? Ja. In der letzten Folge hatten wir uns darüber unterhalten, dass du ein paar Tinder Bekanntschaften hattest. Und jetzt ist natürlich die Frage, es ist eine Woche ins Land gestrichen. Gab es dann irgendwelche Treffen? Ja, okay, also die Sache ist, ich habe immer so ein schlechtes Gefühl, dann, wenn die das dann hört. Also heißt das ja, es gab Treffen. Ja, es gab auf jeden Fall jetzt diese Woche ein Treffen, ja. Ja, natürlich jetzt nicht jeden Tag. Nee. Müssen wir das jetzt immer machen? Muss ich immer jetzt... Ja, aber bitte ja, natürlich will ich jede Tinder-Story von dir hören, natürlich. Okay. Dabei sind wir einfach nur
dumm. Wir haben dieses eine nicht, dieses Gen, wie nennt man das? IQ. Ja, das IQ-Gen. Wir haben das IQ-Gen leider nicht so ausgeprägt. Oh nein, ich weiß schon, Leute schreiben mir auf DM so, ein IQ ist kein Gen. Ja, Fact-Check. Könnt ihr mal bitte eure Facts straight haben? Ich will nicht immer alles Fact-Checken, was ihr sagt. Es ging darum, dass du einen Baum vom Nachbarsgarten über deinem Grundstück hast. Und da lebten Wachteln drin. Du dachtest, da leben Wachteln drin und deswegen darfst du den Ast nicht absägen. Aber das ist gar nicht so. Das sind keine Wachteln. Sondern? Vögel. Was? Wie kommst du denn auf scheiß Wachteln? So wie, wo ist denn das gekommen? Das muss doch einen Ursprung haben. Steht so in der E-Mail von der Stadt so, das dürfen sie da leider nicht, weil da leben Vögel. Und du erzählst mir so, die Stadt hat geschrieben, da leben Wachteln. Ach, Wachteln sind grundsätzlich nicht in Bäumen. Nein, das sind kleine Hühner. Es war einfach dieser Moment von, ich gucke, sehe ich das richtig, ist die da nackt so und dann, ich spanne ja gerade, direkt abgebrochen, so what the fuck, shit, shit, shit. Nicht, dass sie mich jetzt gerade sieht und denkt, ich bin Spanner, bin ich ja nicht. Warum lachst du? Aber das ist die natürlichste Reaktion. Aber nicht, wenn du denkst, du bist dich gerade am Umziehen und keiner sieht das und auf einmal guckst du so in ein Haus viel weiter weg, ist so ein kleiner Chinese auf einem Sofa, der guckt dich dann so an. Ja, Digga, klar, ich bin das zu spannend gerade. So ein kleiner Chinese? Wie nennst du mich? Und ich denke so, what the fuck, das kann jetzt nicht ernsthaft gerade passieren, dass ich jetzt gerade in so einer Lage bin. Ich will jetzt nicht sterben, ich bin gar nicht vorbereitet zu sterben. Ich habe mich von niemandem verabschiedet, ich habe viel zu viele Tinder-Matches momentan offen. Ich kann jetzt nicht sterben. Das wäre schon sad, mit echt vielen offenen Tinder-Matches zu sterben. Das geht gar nicht klar. Das ist die traurigste Art zu sterben. Ich finde, das ist sehr okay, das zu sagen, weil Marina ist die Person, die uns beim Schneiden vom Podcast hilft. Und die sagt uns auch vorher, sprich bitte nicht so viel über Penisse, sagt die uns vorher. Mhm. Also sie gibt uns so Anweisungen, dass wir nicht so viel über... Genau, immer so Briefings, ja. Marina ist so ein... Was? Disst du jetzt Marina? Nein, ich wollte beschreiben, wie Marina aussieht. Also, ach, für die ZuschauerInnen? Genau. Marina ist... Ich würde sagen, sie ist kein Chineser, aber irgendwie ist es gar nicht so lustig. Wir sollten heute nochmal analytisch die ganze Folge betrachten. Vielen lieben Dank, heute geht es sehr viel um Glieder. Auf dem Dreirad mit so einem Pointer auf so eine PowerPoint-Präsentation. Ja. Boah, und hier sehen Sie auf Slide 3 die Verteilung von Glied. Und die hat immer so einen Laserpointer, kann ich immer so zeigen. Das finde ich so geil. Ey, weißt du, was ich eigentlich wollte? In der Deswegen Freizeit ich Instagram erzählt aufgemacht. Sie gerne kubanische Zigarren. Jetzt mal real. Ach so, also ich hatte auch ein Internet-Digital-Crush oder Digital-Annäherungsversuche, wie du es hattest. Nämlich, erzähl doch mal. Ja, das war auf, das ist mir halt damn peinlich. Ja, ist egal, erzähl. Das ist jetzt so mega wack. Erzähl. Ja, www. Dragonball24.de.vu. Elon Musk hat auf einer Präsentation sozusagen angekündigt, dass ein Roboter, der humanoid ist, also zwei Beine hat, zwei Arme hat, einen Kopf hat und so weiter, ne? Also wie ein Mensch grundsätzlich so von der Grundform aussieht, dass der rauskommen soll. Ohne Scheiß, ich glaube, wenn es den jetzt auf dem Markt gäbe, wir würden den beide kaufen, aber stell dir jetzt bitte mal vor, dieser Bot, den du hättest den, wo wäre der gerade hier in deinem Haus, wo wäre der gerade? Würde der jetzt irgendwo rumlaufen oder rumstehen? Wäre das nicht weird? Ja, du hast recht. Einfach unten. Und der steht und guckt einfach. Genau, der steht und guckt einfach. Und der hört alles, was wir gerade sagen. Alles, was wir sagen, und hört er. Und der fact-checkt uns die ganze Zeit. Oh mein Gott, der weiß dann, dass wir die ganze Zeit Scheiße labern. Ja, und er sagt, diese dummen Kreaturen stehen über mir nicht mehr lange. Nach Hamburg Zug fahren ist so viel besser als nach Hamburg Auto fahren. So viel geiler, ja. Boah. Ja, okay. Und wir waren halt in einem Ruheraum die ganze Zeit und ich habe halt trotzdem meine Calls halt gehabt, ne? Ich habe es halt genossen, dass ich da halt arbeiten kann und da kamen halt auch später Leute rein. Und ich habe halt diese In-Ear-Dinger davon, ne? Die super krass Noise canceln. Und Thomas saß halt gegenüber von mir. Ich war in den Zoom-Call nach Zoom-Call. Und dann war da auch so ein älteres Pärchen. Und die haben die ganze Zeit mit mir geredet. Und ich habe denen die ganze Zeit signalisiert, ich verstehe euch nicht. Ich bin am Telefonieren, ne? Und dann hat die Frau noch mit mir geredet.
Dann ist der Dude auch immer aufgestanden, ist dann rausgegangen. Ich so, okay, gut, weiter, Konzentration, weil ich muss aber jetzt... Aber hast du denn geredet? Du hast richtig, also du hattest einen Call, du hast auch gesprochen. Du hast nicht nur gehört, genau, ich habe auch gesprochen. Richtig, ja. Ich wusste gar nicht, was sie gesagt haben. Das Lustige kommt jetzt erst. Ach so, weil du Noise-Canceling-Kopfhörer genau. hattest. Du hast einfach gesagt, einfach so, du hast so ein Zeichen gegeben, so sorry, ich bin gerade in einer Sache. Genau, und als der Call vorbei war, dann meinte ich zu Thomas, hey, wo sind die beiden denn jetzt hin? Und Thomas so, die haben sich dermaßen aufgeregt, weil das ein Ruheraum ist. Die wollten schlafen. Oh mein Gott, Alter. Und die meinten so, was ist das für eine Erziehung hier? Was ist denn das? Laschet wurde in einem Interview gefragt, so hey, ne, wegen dem Video, was sagen Sie dazu? Und er meinte halt so, er hätte das Video nicht gesehen, aber es ist wie immer alles falsch, was ich sage. Hat er das so gesagt? Ja, er hat literally gesagt, er hat das Video nicht gesehen, aber es ist alles falsch, was ich sage, wie immer. What the fuck? Ja, ne? Krass. Und jetzt bin ich wieder auf seiner Seite. Good point. Kannst ja nichts gegen sagen. So. Und ich habe unter deinem Klimawandel-Video nur geschrieben, bin stolz, dass du alles so wiedergegeben hast, wie ich sie erklärt habe, Kappa. Und das hat 55.000 Likes. Ja, wow. Alter, 55.000 ist eine hohe Zahl. Manche Leute haben nicht 55.000 Netto-Kinder-Umsatz. Weiß ich nicht, jetzt ist mir nichts eingefallen, wovon man im Regelfall über 55.000 hat. Manche Leute haben nicht mal 55.000 Atome am Arm. Hä, ja. Atome? 55.000 ist, glaube ich, mega wenig. So ja, mega wenig. Ich glaub, aber es gibt ja Leute, die haben keinen Arm. Ja. Ja, und die haben dann auch keine 55.000 Atome. Richtig. Richtig. Wir sind wissenschaftlich korrekt. Kann man nicht euch mal fact-checken? Ja, kann man. Ja, dann waren wir mit ihm bowlen, haben ein bisschen was getrunken. Dann sind wir dann noch später in die Fressmeile gegangen von Aachen. Pondstraße, wo ich dich auch noch nie gesehen habe. Wir müssen mal in die Pondstraße gehen. Das heißt, du hast mich da noch nie gesehen. Entweder würden wir zusammen dahin gehen oder nicht. Was, also ob du mir zufällig über den Weg läufst, irgendwo nachts in der Fressmeile von Aachen. Als ob du mir zufällig, weil ich da so lebe, so nachts. Sind wir noch weiter gereist, haben gesoffen. Es war zu viel, Alkohol die ganze Zeit. Ja, und dann bist du ins Bett gegangen und hast geschlafen. Nein, 12 Stunden. Dann waren wir Party machen noch. Das war keine gute Idee. Weißt du warum? Weil? Wir dann nochmal getrunken haben. Ja, und ich vertrage ja nicht so viel, weil ich bin recht klein. Also mein Magen ist klein. Ja, 1,15 Meter bist du. Ja, ich bin 1,15 Meter, müsst ihr euch auch vorstellen. Und dann war das Problem halt, dass ich ja noch nach Italien fliege in derselben Nacht. Was? Ja, das war mir dann im Club auch, ja, dachte ich auch, was? Vorher habe ich aber gesagt, zu mir selber, zu meinem genialeren Ju, mach doch nur bis so 23 Uhr. Das ist ja nicht schlimm. Dann gehst du nach Hause, machst so ein kleines Nickerchen und dann packst du deine Sachen, entspannt. Problem, ich war halt bis 4 Uhr draußen. Oha, und dann erst nach Hause? Dann nach Hause und dann musste ich noch packen. Und glaub mir, ich war total im Suff. Ich wusste ja nicht mehr, wo oben und unten ist. Also du hast betrunken dann deine Tasche gepackt? Ja. Bist betrunken dann, du wurdest gefahren zum Flughafen, oder? Ich bin gefahren. Ach, laber doch nicht, doch. Als ob du betrunken dann Auto gefahren bist. Doch, ich hab... Ja, nein, Thomas ist natürlich gefahren. Ja, hier, okay, einer aus meinem Team, natürlich. Und du betrunken an den Flieger? Ja, und ich bin geflogen. Ja, du bist nicht, du hast gerade deine Hände so gehalten wie ein Lenkrad. Ich bin geflogen. Ich war der Pilot auf einmal. Der Pilot meinte, stehen die bitte auf. Nein, aber ich habe meine Sachen gepackt auf jeden Fall. 73% einfach vergessen mitzunehmen. Cool. Aber ich war immer so, die anderen haben es. Plot Twist hatten sie nicht. Egal. Okay, es ist so 4 Uhr morgens. Es ist Zeit, auf jeden Fall home zu gehen, ne? Und dann dachte ich so, und es ist so sau stupid einfach. Lass doch kurz mal auf einen E-Scooter steigen. Man darf auch nicht zu zweit alkoholisiert auf einen E-Scooter. Sie so halt, sie steppt auf meinen E-Scooter drauf so und direkt Polizei, direkt neben mir, wie so ein Cartoon. Die Polizisten direkt halt so, ja, ihr seid zu zweit, so, haben die Alk getrunken? Nicht so, ja, dürfen wir einen Test machen oder so. Na, klar, jetzt sag ich ja, was soll ich sagen? Nee, und dann laufe ich oder was? Was hätte ich sagen sollen, hätten die gefragt? Weil die fragen noch so, können wir bitte einen Alkoholtest machen mit ihnen? Hätte ich nein sagen können? Weil ich hatte so einen nicen Abend, das habe ich ihnen auch gesagt. Auf jeden Fall habe ich diesen Alki-Malki-Tester gemacht und die beiden Polizisten haben sich dann so angeschaut.
und haben dann irgendwas gebabbelt. Ich habe es noch nicht verstanden so. Maybe war ich dann doch ein bisschen betrunkener. Und auf einmal, ja, wir müssen die da zu der Wache nehmen. Und ich so, habe ich auch wirklich gesagt so, nee, ist gar kein Bock. Jetzt werden so einen chilligen Abend gerade noch. Und die so, ja, tut es leid, aber es ist halt so Vorschrift jetzt. Wir müssen sie, bitte steigen sie jetzt in den Wagen ein. Ich so, ach nee. Ist das Vorschrift? Und ich mir da die ganze Zeit nur so, können wir es nicht irgendwie anders regeln, ne? Und das klingt schon so nach Bestechung. Ich war noch so im Thailand-Modus. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass die mich noch so rauswerfen und sagen, ja, okay, scheiß drauf, du bist korrekt. Das ist aber natürlich nicht passiert, Digga. Ja. Und das war deine Hoffnung. Ja, das war meine Hoffnung. Dass sie irgendwann ja, so anhalten. Ich hatte so mega krass gut geredet. Ich war auf einmal so Goethe in deren Auto. Und dann musste ich nochmal so einen Alkoholtest machen. An so einer Maschine. Bruder, die war so alt, diese Maschine. Die war so ein Block einfach. Einfach so aus dem Ersten Weltkrieg so eine Maschine einfach. Das war einfach, da war Windows-3 drauf einfach. Das ist eine Katastrophe gewesen. Das Ding hat so lange gedauert zu starten. Und dieser Polizist die ganze Zeit so, oh ja, so, wie geht das denn noch so? Also du merkst halt, dass er da verzweifelt einfach nur davor saß. So. Ja. Irgendwann hat es dann geklappt, weil noch andere Polizisten sich da rangesetzt haben und irgendwelche Sachen da, weiß ich nicht, die haben das Ding wahrscheinlich erst gerade gebaut so halt. Ne? Und dann habe ich diesen Alkotest machen müssen. Der gibt mir halt diesen Schlauch so, ne? Und ich... Sacke, 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 halt die ganze Zeit an diesem Schlauch so. Du sackst an dem Schlauch. Ja, ich ziehe halt an dem Schlauch. Wie? Musst du nicht pusten? Ach ja, stimmt, ich muss pusten. Ja, deswegen ging's nicht. Nein, stimmt, ich habe geblowt auf jeden Fall. Und blow und blow und blow in diesen scheiß Schlauch rein, ne? Und ich sehe so eine Anzeige und bei 30%, ich so, kann nicht mehr, ne? Und auf einmal kommt so ein Piepton, so, düt, irgendwie hat nicht funktioniert. Ich so, ach so, ich muss die komplette Zeit reinblowen. Der so, ja, das müssen die jetzt leider tun. Ich so, das kann ich nicht. Ich hab E-Zigarette Lunge. So, das geht gar nicht. Ich hab noch Alkoholintus. Also ich hab so eine Lunge nicht. Und der so, ja, das ist schon so eingerichtet, dass das halt so alle können so. Und ich so, ja, okay, dann machen wir nochmal. Ich blow um mein Leben einfach so die ganze Zeit. Und wieder bei 30% so circa. Ich blow um mein Leben. Wieder bei 30% stößt das Ding halt auf einmal so ab, so beam. So, hat nicht funktioniert. Der so, ja, das Ding hat sich jetzt heruntergefahren, müssen es nochmal neu starten. Ich so, was? Was ist das für eine Maschine gewesen? Maschine startet wieder. Ich reiß mich so zusammen. Ich nehme so richtig tief, so wie Kirby, nehme ich Luft einmal. Puste, 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 ne? Und dann hat's geklappt. Dann musste ich's nochmal machen. Hat irgendwie auch geklappt. Und dann meinte er so, ja, okay, Alkoholgehalt. Also das Ergebnis kam auch erstmal wieder eine halbe Stunde gefühlt später. 0,8. 0,8? Ja, hab mich auf jeden Fall sehr viel besoffener gefühlt als 0,8. Ja, 0,8 ist nicht so todeswert. Es ist schon betrunken. Wir haben schon sehr, sehr viel getrunken. Am nächsten Tag habe ich auf jeden Fall meinem Dad so die Geschichte erzählt, der so, 0,8? Oh ja, ich hatte mal 3,2. Ich so, hä? Mit 3,2 bist du so tot. Das ist so typisch dein Dad. Ich meinte halt auch so, mit 3,2 bist du tot. Der so, ja, das hat die Richterin auch gesagt. Die war auch verwundert, warum ich noch lebe. Ey, mein Dad hat so krank lustige Storys. Das ist so typisch für dein Dad. Ey. Ich will so ein Criminal Mastermind sein, dass ich nicht verhaftet werde. Ja, dass die Polizisten nicht selber verhaften. Ich bin so ein Superschurke, der macht so, dass Polizisten alles, was sie mit mir machen wollen, machen die gegeneinander. Ja. Ja, wollen die so Polizeigewalt machen, aber schlagen sich so gegenseitig. Ja. Magnetum. Ich bin Magnetum. Und meine Fähigkeit ist einfach, dass ich machen kann, alles, was du zu mir machen willst, machst du zu wem anders. Da muss es aber auch irgendwie so eine Dark Side dazu geben, weil ich muss ja irgendeinen Grund haben, warum ich Bösewicht bin. Und ich glaube, einer der Gründe ist, immer wenn meine Mutter mich umarmen wollte, hat sie einfach, weiß nicht, einen Vater umarmt oder so. Weil sie mich konnte sie ja nicht umarmen. Alles, was sie mit mir machen wollte, hat sie mit wem anders gemacht. Oha, oha. Der muss irgendwie anders heißen. Reflectulus? Reflectiriander. Ich sitze da so und sag so, ich habe so vereinzelt so Haare um die Nippel. Nerven mich manchmal so. Das sind manchmal so ein, zwei Härchen um die Nippel. So, man kennt das ja, ne? So ein bisschen Spaß auch daran, dass ich über meine Haare reden kann. Ja. So, und dann fragt sie, okay, wo sonst noch? Und ich sag so, ja, wie schön wäre das denn, den Sack haarlos zu haben, dein Leben lang? So, weil der soll immer haarlos sein. Ja, sonst noch, also sie hat so nachgefragt, was absurd ist, kommen wir gleich zu. Sie hat so nachgefragt und ich sag so, ja, also wenn wir da schon sind, dann kann man ja auch also so ein bisschen nach hinten gehen. Weil ich dachte mir, es ist ja auch hygienischer im Leben, kein Haar am Arschloch zu haben. Und jetzt kommt der Clou, warum es so absurd war, dass sie überhaupt nachgefragt hat. Ich glaube, sie wollte mich schikanieren. Sie hat danach gesagt, ja, das Ding ist, wir machen den Intimbereich bei Männern hier grundsätzlich nicht. Wo ich mir dachte... Aha. Aua. Okay, gut, dass ich nochmal spezifiziert hatte.
So, und weil du dich immer so lustig machst über die Namen von Leuten in der Mathematik, sage ich dir jetzt noch, dass sie diese Ergebnisse veröffentlicht hat mit Frau Professor Schatzschneider. Und das ist true jetzt? Ja, das ist true. Ich denke mir das nicht aus. Schatzschneider? Was? Ja, Schatzschneider? Ja, Schatzschneider. Da steckt doch zweimal Scheide drin gerade. Und ich freue mich so sehr, wenn ich dir über Mandelbrot erzähle. Über Mandelbrot? Ja, es gibt einen Dude, der heißt Mandelbrot. Oh, Digga. Ey, die sollen doch einfach mal normale Namen haben. Was ist denn bei denen das Problem? Coole Mathematiker, die haben einen weirden Namen. Wegen der Folge Hobbylos, heute habe ich mit meiner Schwester geschlafen. Alles nur, weil ihr am Ende so eine geile Stimmung bei uns ausgelöst habt. Ich meine, das ist doch Quatsch. Spaß, schreibt die Person. Ah, ja. War mit meiner Mutter. Stronger Plot Twist. Sorry, ich hab vergessen, worüber du geredet hast. Ich war gerade so in meinem Kopf so. Stell dir mal vor, du wärst jetzt 13, dann würdest du so viel Scheiß doch sehen. Bist du nicht froh, dass du in einer Zeit groß geworden bist, wo das nicht so war? Ich schwöre, ich habe mir schon so oft gesagt, wenn ich jetzt 13 wäre, aber ich hätte das Wissen so von jetzt, Alter, vor. Ich würde zur Schule gehen und ich würde alle rasieren einfach. Wie du einfach nicht schaffst, beim Thema zu bleiben. Ich müsste aber auch dieses Haus hier haben. Das ist so krass. 13. Wo? Hey, ich frage dich, findest du es? Hier ist eine Sache passiert. Ein Shitstorm auf Twitter. Ich versuche dazu eine Konversation zu führen und frage dich, findest du es nicht krass, dass du... Mit 13, stell dir mal vor, mit 13 wäre es auch bei dir so gewesen, dass du in einer Zeit lebst, wo man Sachen ins Internet stellt und alles, was du dazu sagst, ist, du hast mit 13 bestimmt Hakenkreuze gesprayt und danach sagst du, krass, das wäre so krass, wenn ich 13 wäre, aber das Wissen von jetzt hätte und dieses Haus. Ja, wünschst du dir es nicht manchmal? Nee, ich würde schon nicht sagen, dass das irgendeine Ähnlichkeit hat. Nee, ich glaube nicht. Das ist so wie Rezo und Reudiger. Rüdiger. Ach, Digga, komm mal. Mach einfach weiter. Reudiger! Du hast Reudiger, weil deine Mutter so einen Fehler gemacht hat. Die wollte ich Rüdiger nennen. Jetzt heißt du Reudiger. Dann kamen die ganzen Leute rausgestürmt und alle so, okay, scheiße, was machen wir jetzt? So, stabile Seitenlage, der hat auf einmal so geschluckt, als hätte seine Zunge verschluckt vielleicht fast, ne? Hätte auch daran sterben können. Dann kamen irgendwelche Leute so an, wie in einem Film. Da kam so eine Frau an, sagt die ganze Zeit was und ich gucke die schon so böse an, so nach dem Motto, mischen Sie sich da nicht ein hier, wir kriegen das schon unter Kontrolle. Sie so, guck mich an, ich bin Ärztin. Weißt du, wie in einem Film, wow. Geht da hin, misst den Puls, sonst was, macht irgendwelche Faxen. Nimmt Portemonnaie und haut ab. Nein, Spaß. Wäre auch ein Power-Move. Ich bin Ärztin. Und dann wurde sie so rüber, alles boah, voll Glück gehabt. Zack, mit Portemonnaie weg. Wie ist das eigentlich? Kennen die meisten Mädels Ju? Ist doch mega stressig, berühmt in Anführungszeichen zu sein und dann zu tindern, oder? Oder ist die YouTube/Twitch-Bubble klein genug, um auch ganz unvoreingenommen Mädels zu matchen, die nicht direkt wissen, wie Fame Ju ist? Ja, Ju, was sagst du jetzt dazu? Wie ist das eigentlich? Mich interessiert das auch, also, weil ich Tinder nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich grundsätzlich kann ich sagen, ich date nur Fans. Nein, aber die Sache, das ist mit Fans halt besser. Dann kannst du halt nochmal die Videos gucken. Nein, Spaß, Digga. Nein. Das wäre so unangenehm. So du lädst extra irgendwie Fans zu dir nach Hause ein und dann gehst du ihnen auf die Karte und sagst, na, sollen wir nochmal meine alten Videos gucken? Ich warte noch auf den YouTuber, der einfach selbstbewusst mal einen Porno hochlädt. Auf OnlyFans. Wäre lustig, wäre so ein News-Time wäre funny. Moin, die Pornos überschlagen sich. Machen so eine Ansage. Ich habe irgendwann, glaube ich, so eine Ansage gemacht. So, ey Leute, es tut mir mega leid, aber wir werden gerade rausgeschickt und wir können nichts machen, außer dass wir halt rausgehen und nach Hause fahren, leider. Und es tut mir mega leid für Leute, die jetzt kein Autogramm bekommen haben, aber ihr seid ja hier wegen dieser ganzen Magic-Show und ich hoffe, die hat euch gefallen. Und dann auf einmal schreit mich so ein Dad an, so, was soll der Scheiß? Wir sind aus der Schweiz angereist. Ich will nichts gegen die Schweiz sagen, schon wieder. Oh mein Gott, schon wieder du Beef mit der Schweiz. Klopf, klopf. Ja, komm rein. Schon direkt abgefuckt. Schon direkt kack. Ah. Die Sache ist, ich habe was ganz anderes studiert. Wie, was? Du bist Professor
Doktor, 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 aber ich habe Kommunikationsdesign studiert. Egal, komm rein, komm rein. Naja, hast du es wirklich studiert, ja, oder warst du eingeschrieben, Ju? Also, ich habe schon studiert. Ja, wirklich? Ja, schon. Na, wie viel Prüfung hast du gemacht? Prüfung? Was für Prüfung? Ja, ja, du hast es schon studiert. Cool, also, Entschuldigung, wir wollten dich nicht unterbrechen. Hallo. Wie heißt du? Nee, ich möchte bitte anonym bleiben, das wäre ganz geil. Ja, okay. Bleib's an. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Modular. Also ich heiße Modular. Alles klar. Hi, Modular. Moin, moin. Ich würde gern Teil eurer Psychiaterstunde werden. Mit folgendem Problem. Ich bin gerade im dritten Semester und mittendrin im Studentenleben. Und ich liebe es. Ja, so wie ich Student, ja, okay. Ja, so wie du Student warst, genau. Jeden Tag in der Uni, so wie du, Ju, ne? Jeden Tag lernen, genau, in so Übungsgruppen. Kornern. Fachabi. Arbeiten schreiben. Man merkt so, du hast so gar nicht Student. Ich war da. Du warst da. Ich kann dir jeden Professor dann nennen. Ja, ich weiß. Ja, steht auf der Homepage. Leute, können die kurz die Fresse halten? Ich hab meinen Text noch. Entschuldigung, Entschuldigung. Die Nabelschnur durchtrennen, das könnte man verlosen. Stimmt, dass man das verlost, ja. Die ersten Worte, ja, man könnte, boah, ich bin jetzt rattert man die ersten Worte, die bei ersten Worte dabei genau. zu sein. Nein, nein, du darfst bestimmen, was die ersten Worte deines Kindes sind. Kannst das du kannst so, du doch nicht forcieren. Ja, doch, klar, du sagst, fuck you, ja, was? Fuck you, du kannst ja dem Kind beibringen einfach. Du meinst, du meinst, ein Community-Member ja. gewinnt, dass er zu dir nach Hause kommt. Und in so der Phase, wo das Kind so die ersten Worte sagen ja. würde, jeden Tag vor dem Kind steht und fuck you, ja, nee, fuck oder you. So ein Wort, weißt du, was ich mache? Ich würde dann Spielkarsten sagen. Und denk, Spielkarsten? Wer ja, ist Karsten? Spielkarsten. Ach. Aber falsch gesagt, Spielkarsten. Und das Kind wird dumm. Oh also ich sage Spielkarsten. Ich würde gerne auf dem Spielkarsten spielen. Du willst einem Kind, was noch kein einziges Wort im Leben gesagt hat, das Wort Spielkarsten beibringen. Ja, wenn ich der Gewinner wäre. Du glaubst, das wäre das erste Wort, was ein Kind sagt, ist Spielkarsten. Ja. Wie alt muss ein Kind sein, damit man sagen kann, ganz liebe Grüße? Stell dir vor, du hättest ein Kind und das wäre 3 Monate alt. Und ich würde dir sagen, ey, ganz liebe Grüße übrigens an deinen Sohn. Dann würdest du mich doch angucken und sagen, Bro, der ist 3 Monate alt. Boah, nee, ich würde da reinhauen. Wenn er aber 20 ist, dann sage ich so, yo, ganz liebe Grüße an deinen Sohn. Ich will nicht, dass du mit meinem Sohn abhängst. Ich will meine Familie einfach raushalten. Das ist aber eigentlich echt eine gute Frage, ne? Danke! 17. Ich würde viel niedriger gehen. Was? Wenn dein Sohn 12 ist und ich kenne den so. Nee, dann lässt du den in Ruhe. Nein, den doch, will ich überhaupt nicht. Der kann doch nicht mal sprechen mit 12. Was will der mit 12? Das ist ein eigenständiger Mensch mit 12. Eigentlich bist du auch mit 6 so ein eigenständiger Mensch. Ja, ach. Kann ich nicht 6-Jährige grüßen? Nicht mein 6-Jähriger. Okay, das klingt jetzt auch weird, ne? Das alles ist strange gerade. Nee, kann ich jetzt wieder zurückrudern? Ich will nicht eure 6-Jährigen grüßen. Sondern 4-Jährigen oder was? Nein, ich will. Hör doch auf, ich will nicht kommunizieren mit kleinen Kindern. Ja, hör auf damit. Ah, so verschiedene Bilder, wo genau. man so durchswipen kann, ja? Und das letzte Bild war ich mit dem Kinderwagen. Und als Caption habe ich dann halt so eine schöne Geschichte geschrieben, so von Anfang an, ne, vom quasi Spermium bis heute. Und dann habe ich noch geschrieben, und heute bin ich Vater. Ach, hast du einfach geschrieben, und genau. heute bin ich Vater. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber... Du bist gar nicht Vater. Es war halt nur ein Joke, aber ich habe jetzt selber auch gecheckt, ja. Ah scheiße, Ironie kommt nicht so ganz rüber. Ja, was ist Ironie? Es könnte halt literally ein Post sein, ja. wenn du verkünden willst, dass du Vater wirst. Ja, das Problem ist, ich kann es nicht mehr auflösen, aber wenn ich es jetzt auflöse, ist es halt wieder wack. Es ist zu spät, es aufzulösen. Scheiße. Ja, scheiße. Was machst du jetzt? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du löscht den Post, aber das löst auch nichts auf. Oder du schreibst in der Story irgendwie so, Leute, sorry, ich habe gesagt, ich werde Vater, ich werde aber gar nicht. Oder ich für eine Story. Ja, oder ich adoptiere schnell ein Kind. Das ist, dann bist du clean. Ich hatte irgendwie was im Hotel, irgendwann 20 Uhr, hatte ich mir was zu essen bestellt. Dann esse ich das und denke so, boah, ich bin so todeskrank müde. Und dann lege ich mich kurz aufs Sofa, ne? Und eigentlich wollte ich mich ja noch mit meiner Managerin treffen, noch Business machen so. Und dann lege ich mich kurz aufs Sofa und auf einmal sofortiger Komaschlaf einfach, ne? Und dann lege ich mich so hin, auf einmal stehen so zwei Frauen in diesem Zimmer so und wecken mich. Und ich denke so, what the fuck, was geht hier? Und ich war so richtig wie bei Matrix, wenn Neo aufwacht in dieser realen Welt. So habe ich mich gefühlt, so als wäre überall Schleim auf mein... Aber es war Schweiß bei mir, weil ich so hardcore geschlafen habe und so angeschlafen
angestrengt. Und ich wach so auf, ne, guck so wie mit meinen ganz, ganz kleinen schlitzigen Augen so dahin, so, so mein Hals so fast am, so richtig am Knarzen. Ich guck die so an, so. Das waren diese Pflegekräfte, die anscheinend zweimal am Tag kommen, und zwar morgens und irgendwie immer so 20 Minuten. Pflegekräfte? Nee, nicht Pflegekräfte, was laber ich? Die zwei Pflegekräfte? Nicht Pflegekräfte. Die das Zimmer sauber machen. Ja, so dieses Zimmerservice. Zimmerservice sauber machen. Wie heißt das? Und dann, ich guck die so an und dann so, mach doch, was ihr wollt, sag ich dann, ne? Pack noch so mit letzter Kraft so an meinem Vapor und erstmal tue ich mir so richtig ein reinrauchen, noch so im Hotelzimmer. Oh, und ich dachte so, Alter, ich hab's gar nicht gecheckt, weil das ist mein irgendwie, das muss ich mal abgewöhnen, dass mein erster Griff zum Vapor ist, so wenn ich irgendwie wach werde. Ist es immer so? Ja, das ist Sucht, du. Das ist nicht das gut. Ist die Definition von Sucht, das ist Sucht. Von Sucht. Sucht. Und am nächsten Tag habe ich dann halt auch noch 10 Euro so auf den Tisch gelegt, weil, ne, so. Sorry-mäßig so. Und das haben die nicht mal genommen, weil die dachten, dein Geld, dein dreckiges Geld wollen wir gar nicht haben, Alter. Ich auch nicht. Hast du Erdkunde gehabt? Ja. Komm, kannst du noch was? Nicht gut gehabt. Was hast du noch im Kopf aus Erdkunde? Ja, das ist Deutschland auf jeden Fall. Was ist die Hauptstadt von Berlin? Norwegen, glaube ich. Ist richtig, ja. Oder in der Nähe ist es, glaube ich. Mhm. Ja. Was ist die Hauptstadt von Norwegen? Warte mal, bei Schweden ist Stockholm, bei Finnland ist Helsinki und bei Norwegen ist, weißt du's? Nö. Hey, kann doch nicht sein, dass wir das nicht wissen. Hey, Norwegen, das ist wieder so. Guck mal, jetzt hast du wieder gemacht, dass Leute sagen, dass wir dumm sind. Wir kriegen so viel Info. Hey, du hast mich gerade nach Geografie gefragt. Du hast mich gerade nach einer konkreten Frage gefragt. Aber du hast mich doch davor gefragt. Ich habe eine Zeit lang in der Schule einfach eine Brille getragen. Ohne Stärke, für bessere Noten. Nee, doch. Hast du nicht. Doch, hab nee, ich. Hast du nicht. Ich habe sogar Bilder noch davon. Hat in irgendeinem Datingbuch von dir gestanden, oder was? Tragen eine Brille ohne Stärke. Es hat geklappt. Glaubst du nicht, dass wir wenigstens mal tryen könnten, männlicher meinst du, ja. Männlicher zu sein? Weil wenn wir immer die ganze Zeit so reden, so Schwanz, so, ist halt nicht so männlich, du. Ja, hast du noch eine DM eigentlich? Das ist deine männliche Stimme? Das ist meine männlichste Stimme, ja. Das war so eine Synchronsprecherstimme, das klingt auch nicht männlich. Ich bin 100% Mann. Ich glaube, wir kriegen das nicht hin, ich glaube, wir würden es nicht schaffen. Du musst, guck mal, dein Hals, dein Kinn nach oben, du bist entspannt, wenn du so runter guckst, dann klappt das nicht. Mehr von oben herab. Genau, und jetzt sagst du mal, hi Leonie. Hi Leonie. Wir sind einfach auf der Suche nach Männlichkeit und finden sie nicht. Ich habe jetzt Streit, wir haben beide Streit. Ist dir das bewusst? Wir haben Beef. Nee, aber wirklich, also hier Kollegen, ich würde sie auch nicht mehr Kollegen nennen jetzt nee, in dieser Phase. Auch jetzt gerade ist eine angespannte Stimmung. Ganz angespannt. Aber offline und ehrlich, also wir müssen es ganz, ganz klar sagen. Der erste Stein, müssen wir ehrlich sagen, ging ein bisschen von uns aus. Und ich habe gesagt, ja, kann ja nicht sein, dass offline und ehrlich mehr Bewertung hat als wir. Lobbyhost macht mal was und dann zack, hatten wir irgendwie 15.000 mehr als die. Die können uns gerne angreifen, ja, die können zu uns hinkommen, die können uns aufs Maul hauen, aber ja, nicht unsere Community. Ja, haben sie ja auch nicht, weil unsere Community heißt ja Lobbyhost. Insofern haben sie ja nur ja, uns angegriffen. Ja, stimmt eigentlich auch, ja. Okay, kleiner Freestyle von uns, yo. Dieser eine Typ, der aus Nasenlöchern besteht, der Packungen Tabak bunkert in seinem Nasensekret. Namens Sascha, aka Unsympathisch TV, aka hat 2 Millionen Fans, aber haut keine Videos mehr raus. Yeah. Und dieser Varion hat es schwer mit Erektion. Er macht Podcast, weil YouTube sich nicht mehr lohnt. Der denkt, er ist Porygon, paranoid, weil er sich freut, in seinen eigenen Videos klont. 3 Keks, aber der Größte ist dieser Trimax, er will insgeheim Sex, doch Spotify sagt uns bitte seid nett. Ihr könnt doch so oft werden, aber mit euren Sternebewertungen seid ihr Loser leider weit weg. Offline und ehrlich, oder meint ihr oftmals erbärmlich oder offensichtlich dämlich? Ehrlich gesagt seid ihr nicht mal offline erträglich. Hobbylos 5 Sterne bewerten und zwar täglich. Ja bitte täglich. 5 Sterne. Sonst wird es hässlich. Offline und ehrlich. Ziemlich hässlich. Offline, ehrlich, drei lame Dudes und mehr nicht. Ihr labert rum und merkt nicht, dass der Podcast auch nix wert ist. Offline, ehrlich, drei lame Dudes und mehr nicht. Ihr labert rum und merkt nicht, dass der Podcast auch nix wert ist. Kein Scheiß, ich habe neulich beim Aufräumen das Dokument gefunden, wo drauf stand, weil ich mal ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil ich von einer Wespe als Kind gestochen wurde. Und dann war das Protokoll auf diesem Zettel drauf, vom Krankenhaus.
Was stand da drauf? Schwach. Genau. Ist das Marina? Das ist, boah, die habe ich lange nicht mehr gesehen. Oh Mann, ich habe so keinen Bock auf Marina jetzt. Dicker! Oh, hi, Marina, wie geht's? Wir haben gerade gut über dich gesprochen. Ey, ja, es war gerade das zu gut bis Thema. Ihr hattet einen Call mit Spotify? Ach so, ja, wir hatten. Ach, wir haben uns kurz unterhalten. Wir haben Hinter meinem Rücken? Ne, Marina, also wir dachten, du wärst. Hört mal! Ich will das Protokoll haben. Ja, das kannst du machen. Wieso, kannst du gut schreiben, oder? Ja, ich weiß nicht, also ich habe das jetzt nicht mehr so alles im Kopf, auch was gesagt wurde. Es war mehr so informell. Anima! Marina, wir können kein Chinesisch, du musst mit uns. Also wir können Englisch oder Deutsch. Ju, kannst du Französisch noch ein bisschen? Ja, je m'appelle Julia, wo du wirklich erwecken. Alle die Fresse jetzt hier. YouTube-URLs, die Worte ergeben. I am gay, 98. Shit-o-me. Shit on me. Stimmt, shit on me steht. Ja, yeah. Einfach, what the fuck? Ich glaube, wenn ich Kinder kriegen würde, wäre das immer noch das beste Erlebnis, was ich je hatte. AOL, fit Mr. Ass. Das ist ein Video sogar mit 1,4 Millionen Views. Und keiner sagt was? Keiner sagt was. Hä? Es gibt auch... Come, come, gay. Wie geil ist das denn? Sehe Mädchen auf der Bank. Hübsch. Ein Mädchen. Ja? Hübsch. Einfach sitzt alleine. Am Weinen. Nein. Doch. Das ist jetzt nicht... Doch. Was ist das für eine Geschichte jetzt? Komm, jetzt geht die Story erst los. Boah, Alter. Ich so besoffen, geh hin, gib ihr eine Wasserflasche, die ich dabei hatte. Ich frage mich gerade, woher ich die Wasserflasche hatte. Okay, hatte, glaube ich, mein Kollege mir noch am Kiosk gekauft. Ist okay, auch egal. Ich hatte eine Wasserflasche. Ich so, geh hin, Wasser? Habe ich gefragt. Ja. Wasser? Sie guckt mich an, als würde ich sie irgendwie so abziehen wollen erstmal. Die so, okay, checkt so. Ich bin harmlos so, nimmt so Wasser und sagt Dankeschön. Ich so, was los, was passiert? Wieso sitzt du allein hier so draußen, 4 Uhr morgens so, mit Tränen im Gesicht so? Und die so, ja, mein Freund hat gerade Schluss gemacht mit Nein. mir. Und ich so mega am Lachen. Nein. Was? Nein, ich war nicht am Lachen. Ich hatte eh auch schlechte Laune schon an dem Tag. Das war's für heute. Ihr seid alles nice Bräute. Ciao für heute. Ciao, Leute. Mit der Story, you know.